Ich möchte Ihnen aus dem Buch vorlesen, aus meinem Buch, das den Titel unter dem Zimbelstern trägt. Ich will auch hier gleich erklären, worum es sich darum handelt. Denn der Zimbelstern, das alte Register meiner Orgel, meines Vaters in Jüterbock, der war es, der eigentlich hell mein Leben gemacht hat und dessen Klang ich noch heute zu vernehmen glaube. Das ist ein Register, was in Sternform gebaut ist, an dem Glöckchen hängen, und das eigentlich nur einmal ertönte am Weihnachtsfest. Und so habe ich diese Erinnerung meines Lebens genannt unter dem Zimbelstern. Denn dieses Leben hat unter diesem Register der Orgel, der Musica Sacra, gestanden. Und so möchte ich jetzt einen Teil aus einem Kapitel vorlesen, das den Besuch bei Ferruccio Busoni schildert. Der erste Versuch, sich dem Dunstkreis des großen Mannes, um ein Bedeutendes zu nähern, schlug fehl. Wohl gelangte der allzeit bei solchen Gelegenheit festlich frohgestimmte Vater mit seinem Sohn bis an die Pforte des Heiligtums, allwo das Namensschild des Berühmten prangte. Ein schneller Verständnis in der Blick von Seiten des Vaters, und der Sohn hatte nach kurzem Zögern zuversichtlich die Klingel gezogen. Doch er war zurückgewichen, denn als hätte dieses Klingelzeichen das Signal für den Einsatz eines vielstimmigen Chores gegeben, war im gleichen Augenblick heller Gläserklang ertönt, waren vielstimmige Rufe laut geworden, von einem schnell und begeistert angeschlagenen Akkord unterstützt, ganz so, als wären die beiden durch einen Zauberspruch auf eine Bühne versetzt worden, wo gerade das Fest bei Violetta auf seinem strahlenden Höhepunkt angelangt sein mochte. Es beschlich die beiden ein recht unbehagliches Gefühl, demjenigen von zwei ungebetenen Hochzeitern zu vergleichen. Unsere Hochstimmung war blitzartig um zwei volle Oktaven al basso gedrückt worden. Wir wagten nicht, ein zweites Mal durch Betätigung des Klingelknopfes einen solch unerwarteten Effekt hervorzuzaubern. Und schon wandten wir uns enttäuscht zum Gehen, als die Tür geöffnet wurde und eine seltsame Erscheinung nach unserem Begehr fragte. Das von einem Wald von Haaren eingerahmte Gesicht, das geradezu an alte Perückenstiche der Klavizinisten gemahnte, der fremde Akzent des Fragenden, steigerte unsere Verwirrung um ein Vieles. Gewiss war es der Famulus des Meisters, den er sich von weit her, vielleicht gar vom Mond, mitgebracht hatte. Und wiederum schwoll das Stimmengewirr zu einem blendenden Fortissimo an. Es hätte nur noch eines Becken- und Triangelschlags bedurft, um die Illusion eines Finale oder vielmehr der Strette eines solchen vollkommen zu machen. Und wiederum hatte sich eine Tür geöffnet. Es erschien aber nicht Violetta, sondern eine hochblonde Frau. Unverkennbar nordischer Herkunft, die, ein Champagnerglas in der Hand, einen ihrer Gäste zu suchen schien. Da fiel ihr Blick auf die beiden ungebetenen Hochzeiter, deren Dialog mit dem seltsamen Famulus sich zu einer wahren Fuga contrapunctissima verknotet hatte. Sie steuerte in voller Fahrt auf die beiden zu, die unwillkürlich zur Seite wichen, eine unvermeidliche Kollision befürchtend. »Das ist der Vater, das ist der Sohn«, rief die Schöne uns lachend zu, als hätte sie uns längst gekannt, und ihre blauen Augen blitzten meinen für solche Blicke nicht unempfindlichen Vater übermütig an. Sie kommen zur guten und auch zur schlechten Stunde. Nein, für Sie natürlich zur schlechten Stunde. Sie hören. Eviva el Maestro, tönte es gerade aus dem Nebenzimmer. Die neue Oper meines Mannes wird gefeiert. Wir kommen eben von Hamburg. Herrliche Uraufführung. Oh, ich bin so glücklich. Verzeihen Sie vielmals. In der Freude drängt sich leicht die Muttersprache auf die Zunge. Frau Gerda Busoni war Finnländerin. Sie kommen ein andermal wieder, nicht wahr, wenn die Gläser nicht klingen und wenn es hier oben schön ruhig ist. Also nochmals nicht böse sein, ich bin ja so glücklich heute. Addio, Ferruccio ruft schon nach mir, addio, also heute in einer Woche. Und fort war der Wirbelwind. Und wiederum standen wir vor der gleichen Pforte. Dieses Mal, also eine Woche später, aber wurde uns sogleich geöffnet. Kein Famulus war zu erblicken, es war Busoni selbst, der da im Türrahmen erschien, seltsam bleich und übernächtigt, so dass die Augen in diesem herrlich durchgeistigten Antlitz wie die eines fieberkranken, phosphoreszierenden Glanz erhielten. Hat uns das erste Mal das Übermaß an akustischen Effekten bedrückt, so lastete nun die mönchische Stille, denn es war weder ein Famulus noch ein dienstbarer Geist zu erblicken, wie Zentnerschwere auf unseren Gemütern. Eine stumme Handbewegung und wir befanden uns in dem von einer flachen Halbkugel überwölbten Musikraum. Erst da ich die beiden Bechsteine erblickte, wich die Beklemmung meines Herzens. Erzählen Sie von sich selber, der Giovannino wird mir dann hier etwas vorerzählen. Und seine Hand wies mit lässiger Grazie auf den ihm zunächst stehenden Flügel. Diese unerwartete Aufführung gab meinem Vater eine Sicherheit zurück und er ließ ein beglücktes Räuspern hören, als wollte er seine Lieblingsarie in diesen heiligen Hallen beginnen. Doch es hätte so vieler Umstände der Vorbereitung gar nicht bedurft, denn kaum, dass das Wort heraus war, dass der Vater Organist an St. Nikolai in Potsdam sei, da schnellte der Frager in die Höhe und rief mit dem Feuer südländischer Begeisterung aus, »Sie spielen Orgel,
fühlen Sie glücklicher? Auch ich begann an der Orgel und vielleicht kehre ich noch einmal zu ihr zurück, wie ein reumütiger Sünder. Aber Meister, echot der Sadur Voci abwechselnd vom Vater und Sohn. Ja, wenn ich Bachs C-Dur-Toccata, Sie wissen doch, die große C-Dur, oder das vielleicht noch größere, was ist bei Bach nicht groß, fügt er lächelnd hinzu, das S-Dur-Präludium mit der Triplefuge spiele, dann ist es mir, als hörte ich die alte Orgel von Empoli. Doch man muss sich bescheiden. Ich versuche eben, Orgel auf dem Klavier zu spielen. Das ist das ganze Geheimnis. Aber Sie waren zu mir gekommen, nicht um von mir zu hören. Und nun rede du. Ich verstand diesen Wink und setzte mich an den Flügel. Man kann es wohl verstehen, dass das Lob aus dem Munde dieses Meisters dem jungen Komponisten stolze Röte ins Gesicht trieb, dass aber auch die Kritik des Meisters ihm Perspektiven eröffnete, deren Horizont sich ihm erst in der Zukunft zu neuer Schau weiten sollte. Und als schienen ihm die Worte noch nicht genug, so setzte sich nun der Meister selbst an den Flügel und meinte heiter zu dem Jüngling, du siehst, unsere Orgel, also das Klavier, hat nur eine Klaviatur, aber wie viel Manuale. Ich bin sogar ein solcher Ketzer, dass ich behaupte, die meisten der Bachschen Choralvorspiele lassen sich auf unserem heutigen Flügel besser darstellen als auf der für diese Preziosen viel zu mächtigen und schwerfälligen Orgel. Und schon glitten seine Finger über die Tasten, um das Choralvorspiel, nun freut euch, lieben Christengemein, aufklingen zu lassen. Ich sage nicht spielen, denn es war ein Klingen, wie ich bis dahin das Klavier nicht hatte lauten hören. Bach hat hier den Cantus Firmus in den Tenor verlegt, während die Melodie in der linken von behäbigen Achteln, in der rechten aber von einem silbernen Filigranwerk noch kürzerer Notenwerte eingerahmt wird. Ich glaubte, eine tönende Dreieinigkeit zu hören, eine Orgel der Zukunft. Es ist eine merkwürdige Sache um das Klavierspiel. Wir wissen ja alle, dass unser Klavier sich aus dem Cembalo entwickelt hat und dass es eigentlich ein Instrument ist, dessen Ton eben angeschlagen der Vergänglichkeit anheimfällt. Diese Eigenschaft hat auch sogar das heutige Klavier. Und ich sehe darin die größte Schwierigkeit, dass zum Beispiel ein gesanglicher Vortrag, wie Beethoven es verlangt, molto cantabile, schreibt er unzählige Mal in seinen Sonaten, dass dieses Spiel, das Cantabile-Spiel, eigentlich schon in unserer Zeit verloren ist. Wir haben heute die Zeit des Non-Legatos, des Manuellen und auch unsere moderne Musikliteratur weist ganz wenig Stellen auf, in dem der Spieler seinem Gefühl folgen darf, indem er ein Espressivo wie ein Geiger, ein Cantabile, singt auf seiner Geige, dem Klavier anvertrauen kann. Und ich möchte nur ein kleines Beispiel dafür geben, was ich meine. Und ich muss da wieder einen antiken Vergleich zu Hilfe nehmen. Es ist wie Orpheus, als wenn er nochmal seine Eurydice zum Leben erwecken will. So ist es auch hier mit dem Ton. Einmal angeschlagen, scheint er schon gestorben zu sein. Aber ihn zurückzurufen und im Zurückrufen ihn noch zu färben, ihn modulieren zu lassen, das ist wohl die schwerste Kunst, die uns Klavierspielern aufgegeben ist. Und so habe ich auch bei meinen Schülern es versucht, ihnen darzutun, dass dieses für mich herrlichste aller Instrumente, das Klavier, das gleichsam eine Quintessenz eines destillierten Orchesters darstellt, dass dieses Klavier nicht nur gespielt und angeschlagen werden muss, sondern dass man eine 16-taktige Periode singen muss auf ihm, dass wir vergessen, dass der Klang sofort der Vergänglichkeit anheimfällt. Und so will ich jetzt nur einen Ton anschlagen, der über einem Nocturne von Chopin, über einer Fermate erklingt und auch gleichsam in die Unendlichkeit hinein zu sterben scheint, wo wir ihn aber trotzdem noch einmal zurückrufen in das Leben. Man hat mir oft vorgeworfen, dass ich
nicht Beethoven spiele, sondern Kempfisch spiele, um das sagen zu dürfen. Man hat mir gesagt, ich würde zu persönlich sein. Aber wir wissen ja nicht, wie hat Beethoven gespielt. Was war klassisch? Was war im Jahre 1805, als die Appassionata geschrieben wurde, klassisch? Was war im Jahre 1910 klassisch? Wie spielte Beethoven? Wie mag er die Appassionata getobt haben? Die Zeitgenossen beweisen es. Die Kritiken waren schlecht. Man klagt über sein stechendes Forte in den Zeitschriften. Und man machte ihm Vorhaltung, dass er nicht den geschmeidigen Stil von Johann Nepomuk Hummel hätte. Es war doch Beethoven. Also, wir können heute nicht wissen, wie Beethoven gespielt hat. Aber man soll mit diesen Behauptungen sehr vorsichtig sein. Und manchen von diesen Kritikussen habe ich oft beantwortet, mein Herr, ich stamme ja von Beethoven ab. Aber das ist ja nicht möglich, sagte er. Beethoven war ja nicht verheiratet. Wie können Sie abstammen von ihm? Ja, sagte ich. Mein Lehrer war Heinrich Barth. Heinrich Barth war der Schüler von Hans von Bülow. Hans von Bülow war der Schüler von Franz Liszt. Franz Liszt war der Schüler von Czerny. Czerny war der Schüler von Beethoven. Bitte, ich stamme von Beethoven ab. So habe ich diesem Mann geantwortet, nicht wahr? Und er hat die Antwort humorvoll zu deuten gewusst. Und ich kann nur den heutigen Pianisten den Trost geben, dass ich sagen, wenn es euch vergönnt sein sollte, Jahre des Friedens zu erleben, dann werdet ihr zu denselben Ufern vorstoßen, wie wir es gekonnt haben, die wir Kraft einer gütigen Fügung unsere Persönlichkeit ausbilden durften.